So, weiter geht's mit dem Auspacken. Ich habe gerade den Mega Drive, das Genesis ausgepackt. Jetzt kommt dieses gute Stück. Ein Gimbal, und zwar das DJI Osmo Mobile 2. Das gibt's momentan leider nur exklusiv bei Apple. Und wie es der Zufall so will, ich bin ja, wie ich schon in einem Video gesagt habe, bin gerade hier im sonnigen Kalifornien. Starbucks lässt grüßen. So lecker, aber so ungesund. Naja, und ich bin in San Jose gelandet und das ist wirklich nur 10 Minuten vom Apple Headquarters hier, vom Hauptquartier weg, vom Infinite Loop 1. Und da ist auch gleich ein Apple Store und dann bin ich dahin direkt nach dem Flug gleich gelandet, zack, erstmal das Teil hier geholt. Ich hatte es mir eigentlich schon bei Otto vorbestellt gehabt zu Hause, aber die konnten es leider nicht rechtzeitig liefern, bis ich hier bin. Deswegen habe ich es halt direkt vor Ort gekauft. Ich bin sehr gespannt. Ich hatte noch nie einen Gimbal. Ich weiß nur, wie es funktioniert von Videos. Deswegen bin ich sehr, sehr, sehr gespannt. Ich weiß nur, es sieht immer sehr verrückt aus, wie geil das funktioniert. So. Also, Quick Start Guide haben wir hier. Ich muss mal so hinschieben. Die Kamera, die hängt hier ziemlich quer durch. Quick Start Guide ist gleich ein Buch. Hier, guck mal, Verpackung. Nice. So, den packe ich mal hier hin. Könnt ihr nochmal da drauf gucken. Quick Start. Ne? Haben wir hier oben in Deutsch. Was ist das denn? Oh, Alter, das kann auch. Aus einer Lupe brauchst du hier ja Englisch. Ich muss hier mal ein bisschen ins Licht. Englisch. CHT. Chinesisch oder so. JP, Japan. Was ist das? KR. Was? DE, da sind wir. Okay, Osmo Mobile 2. Das Einzige, was ich bisher weiß, ich habe gar nicht die App drauf, ist, man darf das Ding nicht anschalten, bevor da irgendwie ein Handy drin hängt. Mal gucken, wie das aufgeht. Das ist das Beste. So, ich. Ja, hat schon ein gewisses Gewicht. Liegt aber gut in der Hand. Voll cool. Ist das? Ne, es ist Plastik. Es fühlt sich aber extrem wertig an. Ist das auch Plastik? Ist Plastik. Fühlt sich. Also vom Gewicht und alles her fühlt sich das an wie Metall, aber es ist Plastik. Mal gucken, ob die Karre da reinpasst. Das ist jetzt das S9. Natürlich passt die da rein. Ja, passt da rein. Das mache ich aber später. Ich muss erst noch die App hier runterladen. Gucken mal. Wett. So. Gut, dann haben wir hier noch ein Micro-USB-Kabel. Man kann hier auch, hier kann man zoomen. Geil. Hier ist der olle Joystick. Micro-USB zum Laden, schätze ich mal. Stativgewinde, das finde ich sehr cool. Und wo ist es? Wo ist es? Da. USB-Port quasi zum Laden der Kamera, wenn die da drin ist, oder des Handys. Weil hier ist wohl ein ziemlich großer Akku drin. Das heißt, man kann quasi das Teil befeuern und dazu noch das Handy. Ja, bin ich mal sehr gespannt, wie das so funktionieren tut, ne? Da ist nichts. Okay, was war denn das jetzt hier? So. Ja, den Koffer hier. So. Den Koffer kann man noch gut zum Transportieren nehmen. Okay, so ist es gar nicht mal so schwer. Aber wenn es alleine ist, kommt einem das schon echt schwer vor. So merkwürdig. Das kommt mir jetzt schwerer vor als das Gesamtpaket hier. Naja. Gut, ich installiere mal die App. Und dann gucke ich mal, wie das so funktioniert. Wie gesagt, das war nun mal das schnelle Dirty Auspacking hier, wie immer. Und was haben wir hier denn noch? We're here to help. Okay. Machen wir mal so. Safety Guidelines. Das braucht man doch nicht. So, ich ziehe mal das Ding jetzt rein. Ziehe mir die App runter. Wahrscheinlich die App wird wahrscheinlich eh selbst erklärend sein. Und dann sehen wir mal weiter. Also dann,
erstmal wieder vielen Dank fürs Zugucken von diesem Unboxing, dem ganz schnellen. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Also bis dahin, macht's gut, ich drücke den Knopf und tschüss.